Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 und ein Abo der Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich mega freuen. Wir reden mit Svetrick Brookstone und die Schwarze Rose. Unsere Einheit müsste bald mit den gefangenen Soldaten hier sein. Nimm Tala Molko in Empfang und lass dir von ihr Bericht erstatten. Die sind hier drin? Ah, hier. Hallo Potato, danke, dass du Svetrick Brookstone informiert hast. Mit Hilfe der Verstärkung konnten wir den Gefangenen sicher hierher bringen. Am liebsten würde ich den galeischen Hund direkt verhören, aber vorher muss er noch verarztet werden. Der Arzt sieht gerade nach ihm. Wir müssen uns also noch etwas gedulden. Er sieht gesund genug aus, um den Mund aufzumachen. Wir haben dir immerhin das Leben gerettet. Ohne unsere Hilfe wärst du verblutet. Also sprich, was habt ihr in Bittermühle gemacht? Wir haben jemanden gesucht, einen Häftling, der uns entwischt ist. Er hat sein Gedächtnis verloren und kann nicht weit gekommen sein. Gedächtnisverlust? Das muss der Mann sein, den wir in Bittermühle aufgegriffen haben. Er hat sich daran erinnert, dass er von Galeanen gefangen genommen gehalten wurde. Er war also wirklich ein Bittermühl. Ich wusste, dass er trotz seines Zustands mit diesem Ort verbunden bleibt. Warum? Sag schon, was du über ihn weißt. Dann werde ich mich bei unserem Vorgesetzten dafür einsetzen, dass dein Leben verschont wird. Eine Hand wäscht die andere. Ich stamme selbst aus einem galeischen Provinz und wurde zum Militärdienst gezwungen. Ich denke gar nicht daran, mein Leben für die Galea zu opfern. Ich sag euch alles, was ich weiß. Vor 20 Jahren wurden einige Kriegsgefangene der Galear in Bittermühl eingesperrt, als Testsubjekte zur Entwicklung einer neuen Waffe. Die Galear forschten an einer Möglichkeit, Gebäude zu erobern, ohne sie zu beschädigen. Dafür wurde ein Gift entwickelt, und zwar unter dem Kennwort Schwarze Rose. Das ist hinterhältig und grausam. Das Gift sollte bei der Eroberung Eosias zum Einsatz kommen, um das Leben der eigenen Soldaten zu schonen. Um die Entwicklung möglichst schnell voranzutreiben, ließen die Militärärzte Gefangene in das Dorf bringen, um an ihnen Experimente durchzuführen. Die Tests verliefen erfolgreich, zumindest nach Meinung der kaltherzigen Ärzte, die dafür alle Gefangenen ermordet hatten. Die Entwicklung war abgeschlossen, das Gift war einsatzbereit. Doch zu diesem Zeitpunkt sorgte eine einflussreiche Persönlichkeit dafür, dass das Projekt Schwarze Rose abgebrochen wurde. Diese Persönlichkeit war der damalige Statthalter von Alamigo und Befehlshaber der 14. Legion, Gaius von Belsa. Er war strikt gegen die wahllose Tötung der eosiischen Bevölkerung, weil sie nach der Eroberung zu Untertanen des galeischen Kaisers werden sollten. Das kam für ihn nicht in Frage. Alle Unterlagen des Projekts Schwarze Rose wurden vernichtet, doch der Projektleiter machte sich mit eigenen Proben des Gifts aus dem Staub. Der Abtrünnige wurde geschnappt, doch erst nachdem er die Proben irgendwo versteckt hatte, alle Versuche, ihn zum Reden zu bringen, scheiterten. Er hatte sein Gedächtnis verloren, womöglich bei dem Versuch, seine Experimente zu wiederholen. Das ist doch nicht etwa... Doch, genau das ist der Mann, dem ihr Unterschopf gewährt. Grillia Maes, ehemals Oberster Militärarzt der 14. Legion. Denn nach die Namen, ey. Der verwirrte Mann, den wir in Bittermühl aufgegriffen haben, war also der Oberste Militärarzt der 14. Legion. Ich kann es kaum glauben, aber danke für deine Aussage. Wir lassen dich jetzt in Ruhe, damit du dich auskurieren kannst. Wenn die Aussage des Soldaten wahr ist, dann wurden alle Gefangenen durch das Gift Schwarze Rose ermordet. Eine so ungeheuerliche Geschichte wird uns ohne Beweise niemand glauben. Aber selbst wenn sie sich große Mühe gegeben haben, alle Beweise zu vertuschen, hinterlassen Experimente in der Größenordnung unweigerlich Spuren. Falls oberflächlich alles beseitigt wurde, müssen wir eben tiefer graben. Wir werden in Bittermühl jeden Stein umdrehen, bis wir etwas finden. Ich bin ja mal gespannt, was das bringt, die Quest. Also klar, ich habe jetzt ein bisschen Geschichte über den Ort hier erfahren. Über die Galea und Mordona. Alamigo. Ah, Morbus Kron. Mordona. Genau, also Alamigo.
was die hier so getrieben haben mit ihren Experimenten mit schwarzer Rose und alles. Das ist schon interessant. Aber ich will auch eine Belohnung dafür. Nebenquests machen wir sowieso irgendwann mal, weil wir, ich glaube, in den Nebenquests werden wir sehr viel über alle Regionen hier lernen. Sehr viel kennenlernen hier. Ich glaube, dass die Nebenquests sich viel mehr darauf konzentrieren, über die Menschen hier was zu sagen und Geschichten über die Region zu erzählen und so. Ich schlage vor, dass wir uns aufteilen und an verschiedenen Stellen den Boden umgraben. Dabei finden wir bestimmt etwas. Uff. Uff. Ja, jetzt erstmal irgendwo Boden umgraben. Keine Ahnung wo. Ja, das ist mir doch egal. Bisher sehe ich noch nichts. Gar nichts. Überhaupt. Aha. Hab ich dich. Hier ist nichts Ungewöhnliches zu finden. Na toll. Also gibt es deutlich mehr Stellen. Ich habe einfach noch keine gesehen. Also, ob hier hinten noch was wäre. Ja, ich muss trotzdem gucken. Es kann sein, dass hier halt noch hinter dem Baum oder sowas ist. Ich kann ja nicht fliegen. Ich kann ja nicht von oben gucken. Da hinten ist auch noch was, glaube ich. Hat es gerade geleuchtet. Oder? Doch. Hier ist nichts Ungewöhnliches zu finden. Aber das Spiel ist nicht zu laut oder so, ne? Der Sound ist okay, ne? Spiel und ich. Also die Stimme und so. Vielleicht hier neben dem Haus, aber das wäre super, das wäre direkt am ersten Haus gewesen, das ist ja... Aber vielleicht muss man eh alle drei immer absuchen oder so. Im Boden steckt ein Metallbehälter. Vielleicht ist es besser, ihn nicht einfach so anzufassen. Sagt Taler Molko Bescheid. Potato, hast du etwas entdeckt? Ein Metallbehälter. Vielleicht enthält er eine Probe der schwarzen Rose. Das wäre ein Beweis, dass die Geschichte des Soldaten wahr ist. Ach, wie sehr wünschte ich, dass er gelogen hätte. Wir müssen überprüfen, ob in dem Behälter wirklich das Gift steckt, aber wir können ihn nicht einfach so anfassen. Lass uns nach Custom Orient zurückkehren und Svetrik den Fund melden. Da ist er ja. Svetrik, wir haben etwas Schreckliches zu melden. Wir haben herausgefunden, dass es sich bei dem verwirrten Mann, der sein Gedächtnis verloren hat, um den ehemaligen obersten Militärarzt der 14. Legion handelt. Sein Name ist Krillame. Er hat ein tödliches Gift entwickelt, das er Schwarze Rose nannte. In Bittermühl sind wir auf einen Metallbehälter gestoßen, der vermutlich eine Probe des Gifts enthält. Ich bitte um Entsendung von Spezialisten zur Sicherstellung des Behälters. In Bittermühl wurde Gift der Galear gefunden. Schickt sofort eine Einheit dorthin, um den Behälter zu bergen. Es gibt noch etwas. Die Kriegsgefangenen, deren Verbleib wir erforschen, wurden vermutlich alle bei den Experimenten des Projekts Schwarze Rose ermordet. Wenn das Gift in falsche Hände gerät, könnte es wieder zum Einsatz kommen. Es muss restlos vernichtet werden. Allerdings, wir werden es vernichten. Das Urteil über den obersten Militärarzt wird von höherer Stelle gefällt, aber wenn er tatsächlich ein so grausames Gift entwickelt und dafür so viele Opfer ermordet hat, kann er nicht mit Gnade rechnen. Offensichtlich erinnerte er sich nicht an seine Taten, aber das befreit ihn nicht von seiner Schuld.
Thaler Molkau, Großstormbootsmann Pet, ihr habt gute Arbeit geleistet. Die Nachforschung war sicher körperlich und seelisch belastend. Ihr habt euch eine Auszeit verdient, erholt euch gut. Ich reise zurück nach Gridania, um dort meinen Bericht zu verfassen. Die Geschichte sollte uns eine Lehre sein. Niemals ein solch schreckliches Verbrechen wie die Galea zu begehen. Als Militärhistorikerin ist es meine Pflicht, die Vergangenheit zu erforschen und daraus für die Zukunft zu lernen. Potato, ohne deine Hilfe hätte ich den Einsatz nicht überstanden. Vielen Dank. Auf den Maskentöter ist wirklich Verlass. Also dann, leb wohl. Ich freue mich schon darauf, eines Tages deine Heldengeschichte aufzuschreiben. Was hat das jetzt freigeschaltet? Nichts mehr nach dem ersten Quest. Hätten einfach direkt liegen lassen können. Rein theoretisch. Aber gut, so ist es halt. Wir erkunden jetzt weiter die Karte. Soweit es halt geht. Wird ein bisschen dauern. So langsam wie wir sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier vorne das Tor oder irgendwie ein Tor verschlossen ist oder so. Dass wir deswegen da gar nicht hinkommen. Das heißt, wir können hier eh nicht fliegen. Erstmal. Aber schauen wir mal. Sieht schon echt hübsch aus hier mit den Bäumen und so. Das sieht so herbstlich aus alles auch. Passt gerade zu meiner Jahreszeit, in der wir uns gerade befinden, als ich das aufzeichne und streame. Und zu meiner Lieblingsjahreszeit. Weil ich bin ja auch im Herbst geboren. So. Vorne ist eine Hütte. Oh, guck dir das doch mal an hier. Das ist der Diesterwald jetzt. Was ist hier los? Alles abgeholzt, alles. Oh mein Gott. Alles so verfault und abgeholzt und überhaupt nicht schön. Düster, düster hier. Was ist dieses Haus? Ist da hier irgendwas? Irgendwas? Irgendetwas? Ja, im Haus ist nichts. Wollen wir da rein? Kann man, aber ist leer. Aber hier kommen bestimmt irgendwann NPCs hin, oder? Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Oh, wir müssen auch mal ganz kurz hier. Ätherkompass. Ne, 919 Jalme im Osten. Hallo, mein Freund. In Endwalker wird es lustig, weil da wird mich trotzdem alles angreifen. Pikensturz. Weiter nach Süden hier. Ich weiß nicht, ob wir da drüber können. Das ist ja eigentlich die Basis der Galea, ne? Also von daher, ob wir da so einfach durchgreifen können, ich bezweifle es irgendwie. Die Höhle sieht echt cool aus mit diesem Licht da drin. Ich habe die Karte zwar aufgelegt, aber ich will trotzdem mal kurz gucken, was das hier ist. Aha. Ah, da kommen wir dann wieder raus. Okay, cool. Hier ist auch noch so eine Höhle, aber ich... Da gehen wir dann hin, wenn wir da hin müssen. Weil ich glaube, da ist vielleicht auch noch was Cooles zu sehen. Wer weiß. So, für mehr Karten aufdecken müssen wir jetzt, glaube ich, über die Brücke. Mal gucken, ob das geht.
bloß um dieses Ding herum. Ne, das Tor ist zu, ne? Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Sowas dachte ich mir schon. Aber vielleicht geht das Tor ja auf. Nein. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier drüben irgendwie rumherkommen. Das weiß ich nicht. Aber wir können mal ganz kurz nach Ralgas Wach teleportieren. Vielleicht gibt es auch noch eine Plus-Quest. Und von da aus können wir noch mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie nach Süden können. Und da irgendwie durch können. Auf die andere Seite, aber ich glaube es fast nicht. Hier gibt es auch keine Plus-Quest, wie es aussieht. Nope. Warum gibt es hier eigentlich zwei Ausgänge? Es gibt irgendwie den Ausgang auch hier für die höhere, ne? Es gibt hier, da ist noch so eine höhere Eingang quasi. Ich weiß nicht, wo das hinführt dann. Aber scheinbar beides in die gleiche Richtung. Man kann aber nur irgendwie auch oben drauf hier. Da gibt es auch einen. Gucken wir jetzt auch auf der Minimap gleich. Da ist auch ein Ausgang. Na, wie man da hinkommt, keine Ahnung. Aufgedeckt. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen da hochkommen, damit wir auf die andere Seite kommen. Sonst schaffen wir das nicht und da kommen wir halt nirgendwo hoch. Das ist das Problem. Vielleicht kann man sich irgendwo hochbacken oder so, aber ich glaube fast nicht, dass es gehen wird. Ich glaube, da werden sie schon drauf aufgepasst haben, dass das nicht geht. Das wäre ja auch ein bisschen witzlos. Na gut, dann teleportieren wir gleich nach Limsa-Luminsa und dann geht es da weiter. Ich glaube nicht, dass es da einen Weg gibt, oder? Also Fliegen ist einfach noch nicht hier. Ist noch nicht drin. Also Fliegen in der Region. Oh ne, ist das wieder so ein... Ist Level 60. Okay. Ja, das sieht so aus, als können wir da fast hoch, ne? Aber... Man kommt erstaunlich weit. Aber bis da ganz oben komme ich nicht, oder? Es gibt bestimmt die Möglichkeit, da irgendwie hochzukommen. Im richtigen Winkel und so, ne? Sieht halt so extrem knapp aus. Vielleicht kommen wir auch hier rum. Ne, hier ist geblockt. Hier kommen wir leider nicht durch. Schade. Na gut. Gibt offensichtlich keinen Weg darüber. Zumindest keinen, den wir bisher gehen können. Na gut, dann gehen wir nach Limsa-Luminsa. Wir haben hier erstmal alles erledigt. Ja. Versuch war es wert, oder? Und Versuch macht klug. Ah, nee, bloß nicht. Noch nicht. Badadam, badadam, bam, bam, badadam. Bam bam badadam bam 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 badadam bam bam badadam bam 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 badadam bam. Da vorne ist die Treppe. Ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Sieht so aus. So. Tataru sollte jeden Augenblick mit dem Kapitän hier sein, der uns nach Utat bringen wird. Wir reisen aus auf dem Seeweg in einem von Merlwips Kriegsschiffen der Roten Flotte?
Nicht ganz. Du hast recht, dass wir auf dem Seeweg nach Otard reisen. Für ein Luftschiff ist die Reise zu weit. Wir besitzen keins, das genügend Erzsalm aufnehmen könnte, und unterwegs neuen aufzuladen ist auch keine Option. Die Gebiete sind alle von den Galeanen besetzt. Allerdings würden wir mit einem eoseischen Kampfschiff auch nicht besonders weit kommen, ohne dass das Kaiserreich davon erfährt. Das lässt uns eigentlich nur noch eine Alternative. Ah, da ist ja der Kapitän. Darf ich vorstellen? Kapitän Cavalier von den bekümmerten Klabautern. Die bekümmerten Klabauter? Alfino, sag bloß, dass wir bei Piraten einschiffen. Seid auch ihr herzlich gegrüßt, Freunde vom Bund der Morgenröte. Wenn meine Anwesenheit nicht mehr erwünscht ist, müsst ihr das nur sagen. Aber nicht doch, Kapitän. Vergib meiner Schwester und mir, denn ich habe es versäumt, sie auf unsere Überfahrt vorzubereiten. Ich weiß deine Dienste und deine Diskretion sehr wohl zu schätzen. Aber wo waren wir stehen geblieben? Ja, der Bund benötigt deine Dienste. Es geht um eine Überfahrt nach Otard. Doch es gibt da ein paar Dinge, die du vorher wissen solltest. Ich verstehe. Nun, warum du nach mir geschickt hast, Alfino. Die bekümmerten Klabauter pflegen tüchtigen Gewürzhandel mit dem Osten und niemand kennt die Schiffsrouten besser als wir. Welche Schiffsrouten meinst du? Die der Kriegsschiffe, die für die Einhaltung der Gesetze auf hoher See sorgen, oder die der Händler, denen ihr die Gewürze raubt? Ich habe meine Betriebsgeheimnisse, junge Dame, aber eins kann ich dir versichern. Die Piraterie hat eine lange Tradition in dem Salamünser und alle unsere nautischen Aktivitäten sind vom Gesetz gedeckt. Und ich will dir noch etwas sagen. Indem ich dem Bund helfe, gehe auch ich ein bedeutendes Risiko ein. Und noch sehe ich nicht, warum ich das überhaupt tun sollte. Schaut euch doch woanders nach einer Überfahrt um. Ich bin mir sicher, dass ihr hier ohne Schwierigkeiten ein Fischerboot auftreiben könnt, das euch zur nächsten galeischen Galeere paddelt. Ach, warum denn so hitzig? Wir sollten einem so erfahrenen Kapitän vertrauen, nicht wahr, Cavalier? Die fünf Meere sind schließlich tief und voller Gefahren. Schon so mancher, der es auf eigene Faust versucht hat, hat ein nasses Grab gefunden. Wie zum Beispiel dieser arme Jüngling aus dem Hause Dorundea, der vor 20 Jahren in den tosenden Wellen verschwand. Nicht einmal seinen Leichnam wollten die Fluten wieder hergeben. Der Graf hofft immer noch, dass sein geliebter Sohn lebt und irgendwo ein unadliges Leben führt. Er würde jeden fürstlich belohnen, der Hinweise auf den Aufenthaltsort seines Sohnes hat. Guter Cavalier, weißt du denn nichts über diesen vermissten Edelmann? Was für eine schöne Geschichte, und sie soll uns alle eine Warnung sein, was passieren kann, wenn man seine Reisevorbereitung nicht mit Bedacht trifft. Also gut, ich werde euch sicher nach Otard bringen, und da die Klabauter sowieso gerade aufbrechen wollten, sehe ich auch keinen Grund, ich glaube, er ist das, ne, der Sohn. Sehe ich keinen Grund für euch, für die Überfahrt etwas zu berechnen. Der einzige Hafen, den wir dort anlaufen können, ist die Handelsstadt Kugane in Hinganshi. Von da aus müsst ihr euch allerdings allein durchschlagen. Gebt mir nur etwas Zeit, den Reiseproviant der Misery aufzustocken. Ihr solltet euch auch vorbereiten, die Fahrt ist lang und gefährlich. So. Tataro hat mehr im vergessenen Ritter gelernt, als man meint. Wer hätte gedacht, dass all die Geschichten sich eines Tages als nützlich erweisen würden? Allerdings hatte ich vor, etwas subtiler vorzugehen. Tataro schien ja richtig Spaß daran zu haben, Kapitän Cavalier in die Mangel zu nehmen. Tja. Ich schlage vor, wir nutzen die Zeit, bis wir ablegen, für unsere eigenen Vorbereitungen. Tataro und ich kümmern uns um Vorräte. Alizé, bitte kontaktiere Orianger noch einmal und vereinbare mit ihm, wie wir verfahren, wenn während unserer Zeit im Fernen Osten etwas Unerwartetes passieren sollte. Es kann ja sein, dass wir nicht so schnell zurückkehren oder reagieren können. Sehr umsichtig von dir. Ich werde mit ihm sprechen. Was ist mit Potato und Lisa? Würdet ihr bitte nach Geisterzoll gehen und mit unseren domanischen Freunden sprechen? Wir wissen viel zu wenig über ihre Heimat. Jedes Detail kann wichtig sein, also hört euch gründlich um. Wenn wir unsere Aufgaben erledigt haben, treffen wir uns am Fähranleger wieder. Also los, zurück nach Geisterzoll, Potato. Was ich krass finde, ist einfach, dass das Doma ist halt mega weit weg, ne? Also wenn man auf der Weltkarte hier guckt, ne? Wir sind jetzt hier in Lanossea und dann ist hier Modona, Finsterwald und alles, ne? Und dann... Und irgendwo hier hinten ist, glaube ich, Doma. Kann das sein? Da Otard, da ist Doma.
Ich weiß nicht, wie viel der Teleport dann kostet von Lanassea bis dahin, wenn man teleportiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird sehr teuer, wenn man dann teleportiert. So. Genau, wir müssen nach Mordona zurück. Dam dam da da dam. Dam dam da da da. Dam bam bam bam. Da wären wir. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Domaner man hier treffen kann. Wir sollten uns aufteilen. Ich frage in Rowenas Haus der Wunder. Du hörst dich im Sonnenstein um. Wir treffen uns dann hier wieder, in Ordnung? Bam, bam, badadam, bam, 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 bam. Potato, ich dachte, der Bund wäre auf einer Mission unterwegs. Was bringt dich nach Geisterzoll? Ihr brecht nach Doma auf. Der Bund war immer gut zu uns, aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch so für uns einsetzen würdet. Seit 25 Jahren leiden wir unter der Tyrannei der Galear. Als uns Gerüchte erreichten, dass der Kaiser tot sei und in Galemal Streit um die Thronfolge ausgebrochen sein sollte, schöpften wir Hoffnung. Wir griffen zu den Waffen und scharten uns zusammen mit den Ninja und den Samurai, um unseren König entschlossen, unser Heimatland zurückzuerobern. Es gelang uns, Burg Doma zu besetzen. Wir träumten schon von einem freien Doma. Doch dann kam Xenos und die 12. Legion und zerschlugen unsere Träume mit einem einzigen blutigen Schwertstreich. Sprich, was kann ich für dich tun? Du folgst Yugiri und Gosetsu nach Doma. Ich bin überglücklich, dass du ihnen helfen willst und dass du für uns Domaner kämpfst. Der Nage-Clan, dem ich angehöre, ist Doma seit Generationen treu ergeben. Meine Vorfahren dienten sogar in Burg Doma. Jetzt hat sich dort die Statthalterin des Kaiserreichs breit gemacht und stützt ihre Macht auf seelenlose Magitek-Maschinen. Aber das ändert nichts daran, dass die Burg, bis vor kurzem noch Sitz von König Kayen, ein Symbol unseres stolzen Landes ist. Wenn die Aufständischen sie nur gegen die 12. Legion hätten halten können, müssten wir uns heute nicht in Mordona verstecken. So. Eine Person müssen wir noch finden. War die vielleicht hier? Nein, war sie nicht. Da vorne ist sie. Das ist der Vater von den Kindern, glaube ich. Der Bund zieht wirklich gegen gen Doma. Dann gibt es also wieder Hoffnung. Lasst mich euch nach Kräften helfen. Das schöne Doma liegt an der Ostküste von Otard. Entlang der Ufer des großen Flusses, den wir den Einzig nennen, gedieh unser Heimatland stolz und friedlich, bis eines Tages vor 25 Jahren die Truppen des Galeischen Kaiserreichs einfielen. Der Einzig war eine lebensspendende Arterie für unser Volk. Das ist der Name gewesen, ja. Zahlreiche Schiffe befuhren ihn, um Waren oder Reisende zu transportieren. Doch seit die Galear unser Land abgeriegelt haben, schwimmen höchstens noch verrottende Baumstämme den Fluss hinab. Da bist du ja wieder. Hast du etwas Hilfreiches erfahren? Ich habe ein paar ältere Domaner getroffen, die mir beigebracht haben, wie man sich richtig verbeugt. Und wie man richtig mit Stäbchen isst, haben sie mir auch gezeigt. Im fernen Osten wird viel Wert auf Sitten und die Einhaltung der Gebräuche gelegt. Und wie lief es bei dir? Ein abgeschottetes Land an einem großen Fluss gelegen und eine Burg, in der sich eine galeische Statthalterin einquartiert hat, klingt doch alles sehr nützlich. Und bald werden wir das alles mit eigenen Augen sehen. Bam, 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 bam. Lise ist mit eurer Arbeit in Geisterzoll zufrieden. Es war eine gute Idee von Alfino, uns nach Geisterzoll zu schicken, um vor der Abreise noch persönlich mit ein paar Domanern zu sprechen. Wir haben einige interessante Details erfahren. Jetzt sollten wir aber nach Limsa-Lominsa zurückkehren. Die anderen sind bestimmt schon mit ihren Vorbereitungen fertig. Badadam. So.
Auf geht's. Potato, Lisa ist, ihr seid zurück. Gerade im rechten Augenblick. Wir wollten soeben Tartarus Einkäufe verladen. Habt ihr von unserem domanischen Freund in Geisterzoll etwas Nützliches erfahren? Erzählt mir alles ganz genau. Zum Reden werden wir auf der Überfahrt nach Kugane schließlich genug Zeit haben. Kapitän Cavalet und seine Matrosen haben das Schiff fertig zum Ablegen gemacht. Wir können jederzeit in See stechen. Kannst losgehen, Landratte. Brauchst nur zu sagen, dann kappen wir die Tower. Ja, Bottom Misery gehen, natürlich. Auf geht's. Was für ein Glück. Ich komme gerade rechtzeitig, wie ich sehe. Orange, bist du etwa gekommen, um uns zu verabschieden? Ich kann doch meine Freunde nicht in See stechen lassen, ohne sie mit einem Gedicht zu bedenken. Wo die Sonne ihren Lauf beginnt, blitzt scharlachrot und lodert hoch zur Flamme auf, bis leuchtendes Azur es niederringt. Azur vom End des Sonnenlaufs. Das klingt aber nicht nach einer frohen Reise. Ich hoffe, das ist keine deiner düsteren Prophezeiungen. Es ist ein altes Gedicht aus dem Osten. Angesichts der Gelegenheit halte ich es für angemessen. Nehmt es zum Anlass, euch auf das vorzubereiten, was euch im Osten erwartet. Manchmal wünsche ich mir, du könntest dich etwas deutlicher ausdrücken. Aber danke für das wohlüberlegte Abschiedsgeschenk. Alize, dich möchte ich mit einem besonderen Geschenk verabschieden. Soll es dir auf deiner Reise von Nutzen sein? Was für ein elegantes Rapier. Ist das für mich? Diese Ätherwaffe ist nicht leicht zu führen, doch ich habe gewisse Anpassungen vorgenommen. Sie wird dich vor Gefahren schützen. Hast du sie an mein Äthermuster angepasst? Sie fühlt sich an, als wäre sie ein Teil von mir. Danke, Uriorje. Meine werten Passagiere, wir stechen jetzt gleich in See. Es weht eine schöne Brise, die ich nicht verpassen will. Es geht los. Uriorje, bleib wachsam und pass gut auf den Sonnenstein auf. Und grüßt Tancred von mir. Wind und Strömung sind uns wohlgesonnen. Die treue Misery macht gut Fahrt.
Trotzdem wird die Überfahrt eine Weile dauern. Ich schlage vor, ihr macht es euch unter Deck bequem. Was war denn das? Kapitän, das Schiff wird von irgendetwas gezogen. Aber es ist weder Wind noch Strömung. War klar, dass was schief gehen wird. Gezogen, sagst du? Ja, die Mannschaft fürchtet, dass sie es sein könnte. Red keinen Unsinn, warte, ich gehe an Deck. Du kommst besser mit. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Oh, wie es hier aussieht. In der Tat, sehr seltsam. Was ist passiert? Wie der Matrose schon sagte, die Misery wird vom Kurs gezogen, aber weder von Strömung noch von Wind. Warum startest du nicht den Erdsalmantrieb, mit dem das Schiff ausgerüstet ist? Der Erdsalmantrieb? Warum bin ich darauf nicht gekommen? Schnell, bring der Dame eine Kapitänsmütze, sie weiß ja schließlich alles. Der Antrieb ist unerwartet ausgefallen, wenn du es genau wissen willst. Der Schiffsingenieur arbeitet daran, aber im Moment wird er uns keine Hilfe sein. Ich sag's dir, Captain, es sind dieser... Diese, was? Wovon spricht er? Nichts als Seewolfsgarn, das keine Beachtung verdient. Ein Aberglaube unter den Matrosen. Die Geister von ertrunkenen Frauen versuchen, standhafte Seeleute ins Wasser zu ziehen, um sie zu ertränken oder zu heiraten. Ich habe es vergessen. Geister? Das ist doch lächerlich. Von heiratswütigen Geistern weiß ich nichts, aber es mangelt mir nicht an Ideen, wer es auf vorbeifahrende Schiffe abgesehen haben könnte. Wir kennen Seeungeheuer, die Jagd auf Schiffe und ihre Besatzung machen, wie die Sirenen zum Beispiel. Wer weiß, vielleicht haben wir es auch mit einem anderen Gewürzhändler zu tun, der Schiffe mit Hilfe eines Zaubers zu kapern versucht. So oder so bleibt uns nichts anderes übrig, als herauszufinden. Wer uns da an der Angel hat. Und dann knöpfen wir ihn uns vor. Diesmal kann ich der gnädigen Frau Kapitän nur zustimmen. Zum Glück habe ich Eoseas fähigste Krieger und Kriegerinnen an Bord. Ihr werdet schon dafür sorgen, dass die Misery kein unrühmliches Ende auf dem Schiffsfriedhof findet, nicht wahr? Lisa und ich werden das Schiff verteidigen. Potato, dürfen wir den unbekannten Schiffsentführer dir überlassen? So machen wir es. Wer oder was auch immer auf uns wartet, auf den heutigen Fang wird er keine Freude haben. Sirenen sehen nun zugänglich. Ui, eine Instanz. Das heißt, wir machen jetzt auch den Part zu Ende und dann suche ich zwischen den Parts, suche ich nach Spielern. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert. Wir haben jetzt schon 21.15 Uhr. Mal gucken. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pit verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.